Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Strange Before the Storm. Ja, jetzt gehen wir mal hoch zu Rachel und hoffen, dass es ihr jetzt besser geht. Square Enix. Deck, nein. Schönes Zimmer. Sieht meins nicht so aus. Rachel? Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Die Hölle ist leer. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Das kriegen wir schon. Für Rachel da sein. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nichts ist möglich, das Wort selbst enthält möglich. Und der Anfang ist immer heute. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare, machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Ist es recht, dass diese trotzlose Welt ist? Diese trostlose Welt, ich soll verlassen und ein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag. Kiss me, Kate. Once upon a time. Die Glasmenagerie im Webathert. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Die Lampe wird nicht reichen. Was will man denn da? Rachel surrounded by so much love. Yet she seems so alone. Und unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftrittes hat zum Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Ja, ich glaube aber, dass wir interessiert sie fürs erste Mal nicht. So Zigarre. The Yin and Badass Yang of Rachel Amber. Denk zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet. Machiavelli. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Nein, ich glaube nicht. Typ 4, der in Dubai liest. Kreativ, sensibel, unabhängig, neigt zu melancholischen und Maßlosigkeit. Das Beste für ein Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereitet, zu konzentrieren. Rachel befasst sich also gern mit sowas. May you always be safe. Sure. But from who? Damit du immer sicher bist, in Liebe, Papa. Was haben wir dann Schönes? Eine Lampe. Das haben wir schon mal ein Licht.
Leute, wir kommen gleich. Moment, wir haben's gleich. Wieso so reich mir doch dein Zimmer? Hallo. Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deine Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Wir kommen schon irgendwie zurück. Warte. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Sie wird schon kommen. Sie wird von alleine kommen. Also Rachel, wie gesagt, wir kommen gleich, wir suchen erstmal noch dein Zimmer. Ganz klar. Das macht jede beste Freundin. I could get grades like this. I just don't want to. Latein, Leistungskurs Latein. Ah, perfektioniertes Exzellenz. Also amerikanische Erlebnis, ausnahmslose Einsicht, reich und engagiert. Literatur des 20. Jahrhunderts. Unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie, eine absolute Spitzenschülerin, Theda. Sie ließ das Licht von Dionysos hell erstrahlen. Mhm. Ja, ne, genau. Sport A, makellose Beteiligung. Komm mal hier an. Hallo? Wir benutzen noch der Laptop, Arcadia doesn't. Weird. Weird. Voila! Liebe Miss KDB, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los? Und wann kommt es hier unter hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes auf? Frage für einen Freund. Erster. Nein. Brach das Feuer nicht einen Tag nach dem Feuerwerk hier spielte aus? Hm. Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen in ABFD sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann, keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Ein Drache mit Streichhölzern wurde auf die Stadt losgelassen. Prescott 50%, ernst gemeint. Warum nur 50? Die Prescott sind scheiße zwielichtig. Brauchst du es denen zu? Sie hatten vermutlich platzende Beweise zu verbrennen oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der ganzen Stadt verteilen, höchst entzündlich. Okay. Rasiermesser leiten ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was so seltsam angeht, diese Stadt ist seltsam. Was gibt es noch sonst Neues? Okay, es geht wieder um das Brand. Also Rachel, wir kommen gleich zu dir. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Freitag, Biologie, Labor, Notizen, Theater, Proben, Kostüme, Überprüfung der Schauspieler, Schauspielerplatzierungen, des Einsatzes der Lese, etc. Das amerikanische Erlebnis, Stichwort für einen Aufsatz, circa der Seite, Latein. Rachel could use another subject. But which one? Anatomie, Kräuterkunde, Anatomie. Kräuterkunde, oh Gott. That's the one. What? Was hast du dahin gepfeffert? Stopp. I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Welcome, babies here. Vorzeigest. Ach, Chloe. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since that. Natürlich ist alles anders. Aber wir retten die Blumen. Sie mal geht sauer auf ihr Vater, sondern wir retten die Blumen. Wenigstens eine Rose. Wenigstens das. At least she'll have something from tonight. Käppi auf den Kopf. So. So, Rachel, wir kommen dir
immer näher. Even you, Willy, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Die vollständigen Werke von William Shakespeare. Ja, yeah, das klar. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Rachel? Hey, Rachel. Wie ist sie so schnell? Glad you're here, Chloe. Of course. Wie hast du dich so schnell darüber teleportiert? Karte, ansehen. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas, das ich sagte, etwas, das Rachel sagte. Komm, aufmunterte Worte, etwas, das ich sagte. Back on the train, I said... Um so ein bisschen aufzumuntern. Sie guckt auch gerade Richtung Karte. Das heißt, sie wird es auch immer lesen. Let me know if you need a complete. Lass mich wissen, wenn du einen Komplizen brauchst. I can't wait to leave this place. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Das gucken wir mal. Was ist das? Sehen? Cool light. Machen wir das jetzt mal da? Wird doch bestimmt helfen. Hoffentlich. This light needs more light. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Taschenlampe. Wir haben jetzt gelernt, wie es geht. Hoffentlich klappt's. Vorsichtig. Ja. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. So, Rachel, guck mal, du liebst Sterne. Du hast auch fast überall Sterne im Zimmer. Mach's Licht aus. Hey, check it out. Gib mir noch ein Tempo. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Ja. Immer noch schön, die Sterne sind blöd. Auch wenn sie tot sind, oder? Sie sind aber trotzdem immer noch schön. But that doesn't make them any less beautiful. Right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom.
She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Das nicht. Das würde ich nicht sagen. Ich fühle mich geehrt, vielleicht. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Das ist gerade mal wieder hier, Chloe. Rachel. So wenigstens ein bisschen aufgemuntert. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. So, und damit verabschiede ich mich von dieser Folge Life is Strange Before the Storm. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Ciao.